Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital, wo wir uns jetzt gerade mal hier dieses Update zur Öffentlichkeitsarbeit anschauen würden. Also Sally Flink Blankets neuester Nachrichtenüberblick aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Nun, das ist immerhin etwas. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn die Berichterstattung über unsere Zukunft positiv sein soll, nicht nur neutral. Okay, wer soll denn da befördert werden? Der Arzt? Das können wir schaffen. Befördern wir den Doktor noch. Okay. So. Attraktivität. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Attraktivität. Gesundheit. Attraktivität. Jetzt, diese Teile hingeballert. Ist ja auch bescheuert, aber. Na, hier so Pflänzchen bringen auch eine Menge. Müssen halt ständig gegossen werden, was ein bisschen nervig ist. Aber. Oh, ansonsten. Sitze zwei Gebäude habe ich. Heile drei Patienten frei auch. Reiche Krankenstufe 6. Und wir machen sogar ein bisschen Plus. So, jetzt schauen wir uns mal das Personal an, wie es denen so geht. Oh, hier. Keine Energie mehr. Den muss ich gleich mal hier reinschmeißen. Ui. Und den auch. Ui. Ausruhen. Du auch. Jetzt sind ja alle völlig fertig. Warum? Mach mal Pause. So. Gehalt prüfen. Alle zufrieden. Jo, solange alle zufrieden sind. Aufgaben. Nicht qualifiziert. Ach so, nicht qualifiziert für Psychiatrie. Archibald Coven und Geoffrey Dingsbums. Wo ist der denn? Den brauche ich da. Und den brauche ich auch da. So. Und ihn hier. Den brauche ich da. Und den. Meinetwegen da. So, ein bisschen anders sortiert. Ist ganz praktisch. Also hier Psychiatrie. Erlauben. Ne? Das war wichtig. Nicht qualifiziert. Woran sieht man das? Ach da, ah ja, Psychiatrie, okay. Ein Stern. Guck mal, da ist niemand befähigt. Lieber Gott, worauf achten die denn alle? Terminarztpraxis. Ich könnte ja eigentlich hier noch eine ganz normale Arztpraxis hinbauen. Ich versuche das mal. Ups. Ja. Eine ganz normale Arztpraxis, vielleicht allgemeine Diagnose.
oder? Arztpraxis, hier. Ich baue jetzt mal so eine ganz normale Arztpraxis hin. Gucken, was passiert. Schrankabfalleimer. Feuerlöscher, ja, mein Ding auch. Desinfektionsdingsbums und Pflanze. Da auch. Und hier halt auch. Mal gucken, was passiert. So. Oh, Private, was steht denn da? Geschätzter Krankenhausleiter, ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, wunderbar, das funktioniert gut. Jetzt habe ich einen Deluxe-Entleuchter 2. Kann man jetzt bekommen? Kardiologie. Oh, Kardiologie. Das ist gut. Dann können wir die gleich bauen hier. Kardiologie. Die setzen wir gleich hier ran. Dafür haben wir noch keinen Arzt, aber bald. Kardiologie, vielleicht können wir einfach hier den nehmen. Zack, den setzen wir da rein. Und Ich schau mal. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Krankenpfleger braucht man dafür. Ah, muss man erstmal wissen. Kardiologe. Stationsverwaltung, bla bla bla. Behandlung. Nehmen wir einfach mal den. So. Super. Hinsetzen, Snackautomat. Snackautomat, Salz-Snackautomat. So. Und Getränkeautomat. Whittling. Ever sit down with a small knife and a piece of wood? It's a very fulfilling experience. Okay. How many steaks does one man need? The search continues. So. So, liebe Freunde, das war's für heute. Zunächst mal, ich danke wieder fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was hier mit unserer Kardiologie passiert und wie unser Ausbau hier funktioniert, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber das, ja, wie gesagt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist das? Especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge. Ah, Fluttering, da können wir gleich wieder expandieren. Vielleicht expandieren wir auch in der nächsten Folge nach Fluttering. No longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Ja, aber bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like da oder ein Abo. Bis dahin. Tschüss, euer Raki.